Kamis und herzlich willkommen zur neuen Folge Let's Play Star Stable Online. So, ich habe mich jetzt gerade erst eingeloggt, deswegen sieht das Ganze ein bisschen anders aus als die üblichen Starts. Und ja, hier steht schon, sprich mit Alonso, um deine Reise in den Wildwald zu beginnen. Das sehen wir uns doch mal an. Eine unmögliche Expedition. An der Ranger-Station. Ist ja praktisch, dass ich hier gerade schon in Nebelfall stehe. Warum ich in Nebelfall stehe, das werde ich euch ganz kurz ein bisschen auf dem Weg zu Alonso erzählen. Ihr seht vielleicht schon an meiner Uniform, dass ich lustigerweise auch Ranger-Sachen anhabe. Und wir haben heute mit den Rangern zu tun. Und dabei habe ich eine kleine Überraschung für euch. Und ja, die zeige ich euch jetzt einfach mal hier. Jorvik Ranger Army. So, hier ist die Brücke schon. Ja, wer ist in dem Club drin? Bisher, wie gesagt, das heißt, wie gesagt, das habe ich noch nicht gesagt, aber ja, genau. Ich und mein Freund, beziehungsweise Verlobter, dem ich ja meinen zweiten Account quasi geschenkt habe. Und ja, was ist passiert? Ich habe irgendwie in der letzten Folge oder so noch gesagt, ich mache so schnell keinen neuen Club auf. Und tatsächlich ist dieser Club auch nicht wirklich aktiv. Deswegen, also wir werden jetzt nicht irgendwie Mitglieder suchen oder irgendwas. Wir dachten uns einfach nur, der Name ist so cool und der war wirklich der Einzige, der noch frei war mit Jorvik Rangers und der liebt die Jorvik Ranger. Er hängt sowieso voll gerne mit denen ab und macht hier ihre Rennen und alles und da dachte ich mir, ach komm, da der Name jetzt gerade noch frei ist, machen wir das jetzt und irgendwann werden wir vielleicht den Club auch mal aktiv machen. Und ja, und solange rennen wir auf jeden Fall mit dem Namen rum, er ist darüber mega happy und eigentlich habe ich halt auch gesagt so, ja, lass uns keinen Club aufmachen, er war auch dagegen, einen Club aufzumachen. Die Pferde da sind übrigens neu, dass sie da stehen und die Leute da auch. Guten Tag. Gucken wir erstmal. Ja, aber wie gesagt, als ich dann den Namen gesagt habe, dass der noch frei ist, da hat er gesagt, ja, okay. Hi ihr. Ihr habt so viele coole Uniformen. Achso, dazu sollte ich vielleicht auch sagen, ich habe, ja, ich werde jetzt nicht den ganzen Weg wieder hier hinlaufen müssen. Aber ich habe mir ja dieses Dingenspaket mit dieser Uniform hier, diese Jacke mit dieser Hose geholt mit ihm. Also das haben wir uns beide geholt. Ja, das hole ich jetzt noch nicht ab. Das habe ich hier noch im Briefkasten. Das holen wir gleich ab. Jetzt machen wir erstmal hier die Quest. Ich sehe ja hoffentlich gut genug angezogen aus für den Ausritt hier oder was auch immer jetzt passiert. Eine unmögliche Expedition. Hi Ilva, du kommst genau richtig. Die neue Gruppe der Ranger bricht zu ihrer ersten Expedition auf. Du solltest mitkommen. Da bin ich dabei. Okay. Ja, ihr steht da alle ohne eure Pferde. Habt die Pferde alle da gepackt. Dann komme ich auch mal. Du darfst mit. Weiß jemand etwas über unseren Ranger-Leader? Ich habe gehört, Rowan hat hier im Outback gearbeitet. Im Outback? Ah, dort überlebt doch nichts. Dort gibt es nur Staub und Steppenroller. Ich habe gehört, Rowan hat mit seinem Känguru gekämpft. Mit einem Känguru gekämpft? Das war eigentlich im Busch. Die Gegend wird Teufelsbusch genannt. Den Grund für diesen Namen überlasse ich eurer Vorstellungskraft. Was den Kampf mit dem Känguru angeht, der Teil ist absolut wahr. Ich habe auch Garnelen gegrillt und bin die ganze Zeit gesurft. Okay, das ist extrem cool. Schön, dass du so denkst, Kumpel. Na gut, genug Klischees über Australien. Zeit für das Wesentliche. Okay. Ihr wisst alle, warum ihr hier seid. Das nördliche Nebelfall, da wollen wir hin. Das Gestrüpp wegkacken und die verlassene Ranger-Station wieder hinter Rowans Schlucht von seiner Staubschicht befreien. Aber es gibt da noch etwas, das ich nicht verraten habe. Die Ranger-Station liegt an der Grenze zum Wildwald. Zum Wildwald? Seit Ewigkeiten war niemand auch nur in der Nähe. Und das aus gutem Grund. Es ist gefährlich. Gefahr ist Teil dieses Jobs. Das wussten wir alle, als wir uns dafür entschieden haben, Ranger zu werden. Das ist unmöglich. Ich bringe mich nicht in diese baufällige Hütte in Gefahr. Ich bin raus. Wie du willst. Ich habe zu meiner Zeit eine Menge unmögliche Dinge vollbracht. Irgendwie bin ich immer heil davon gekommen. Dieses Mal wird es nicht anders werden. Sind alle da? Tira, Anshin, Astrid, Yusuf. Moment, wer bist du? Ich bin Ilva und das ist Silver Phantom. Ich habe schon von dir gehört, Ilva. Wenn die Geschichten wahr sind, ist es gut, dass wir dich dabei haben. Oh cool, ich bin schon voll berühmt bei denen. Bist du bereit für die Expedition? Ich bin bereit, ich denke, ich krieg das hin. Das hatte ich nicht eingeplant. Oh, ich bin bereit. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Hört ihr das? Das ist genau die Art Enthusiasmus, die wir für unsere Mission brauchen. Wir sollten bald aufbrechen. Wir sollten nicht nach Einbruch der Dunkelheit im Wildwald unterwegs sein. Ein falscher Schritt und du bist Wegemite auf Toast, wie wir Australien
in Australien sagen. Ah, okay, cool. Aber es fehlt noch jemand. Wo könnte sie sein? Ah! That's cool. Das gefällt mir. Tut mir leid, dass wir zu spät sind. Dilingr. Ich spreche das wahrscheinlich schon seit wir sie kennen immer falsch aus. Und ich habe meinen Ausritt gemacht und die Zeit vergessen. Hallo zusammen. Sind alle da? Ich will mit diesem Abenteuer loslegen. Ich kriege jetzt hier einen Ruf bei denen. Cool. Hey Rania, ich bin Rowan. Du kommst genau richtig. Es sind alle da und Ilva und Silver Phantom kommen auch mit. Worauf warten wir dann noch? Vamonos. Komm, wir reiten zusammen, Ilva. Ich hab dir doch gesagt, auf uns warten noch mehr Abenteuer, oder? Dilingr und ich haben uns in letzter Zeit nach ein wenig Aufregung gesehnt. Deswegen begleiten wir die Ranger und ihre Expedition nach Norden. Warte, lass mich da erstmal aufsteigen. Hallo? Und die dancen hier noch so rum. Die Ranger reden schon ewig davon, Rowans Schluchten zu durchqueren. Aber niemand hat die Initiative ergriffen, bis Rowan aufgetaucht ist. Warte, ich komme. Ich komme. Ich komme! Hi. Hi. Ah, das ist so cool. Ich muss jetzt ganz kurz aber mal eine Frage äußern. Vielleicht wisst ihr darüber was. Ich habe gehört, dass dieser Wildwald nur zeitlich begrenzt geöffnet ist. Und das fände ich ehrlich gesagt ziemlich ne? Weil, Sassiel hat jetzt wie viele Jahre kein neues Gebiet rausgebracht? Und jetzt auf einmal dann bringen sie eins raus und dann aber auch nur für begrenzte Zeit. Das fände ich ehrlich gesagt ziemlich bescheppert. Aber da, wie gesagt, erzählt mir mal, ob ihr da genaueres zu wisst. Wir sind da. Ich kann es spüren. Die Luft ist in dieser Gegend anders. Es ist eine Weile her, dass ich so weit nördlich von Nebelfall war. Wie sieht es mit dem Gestrüpp aus, Rowan? Hier gibt es Unmengen an Sträuchern, Rania. Aber nichts, womit wir nicht fertig werden. Zeit, die großen Geschütze aufzufahren. Mit der Kettensäge ist das ein Kinderspiel. Legen wir los. Du kannst Silver Phantom bei mir und Dilingr lassen. Wir halten uns da raus. Ich kann den Lärm von Kettensägen nicht ertragen. Ich schließe mich Rania an. Ich kann hier drüben stehen und alles überwachen oder so. Überwachen? Pff, habt ihr Enitans Gruselgeschichten Angst gemacht? Ha. Zum allerletzten Mal, Astrid. Das sind keine Gruselgeschichten. Das sind Jorviks Überlieferungen und über Generationen mündlich weitergegeben wurden. Beruhigt euch alle. Das Gestrüpp wird erledigt und wir durchqueren, was auch immer hinter Rovers Schlucht auf uns wartet. Alrighty then. Let's do it. Brumm, brumm. Macht Platz. Ich mach das hier. Brumm, 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 brumm. Ist eine Weile soweit nötig? Das hast du schon gesagt. Nein, warte mal. Hä? Verwirrung? Hallo? Ach, hier hinten. Da. Da glitzert's. War ich gerade für einen Moment verwirrt. Ich würde mir echt wünschen, dass dieses Gebiet danach aufbleibt. Und vor allem, was haben wir dann vor, das einfach wieder zuwachsen zu lassen? Naja, ich werde auf jeden Fall noch nicht groß meckern, weil ich das, wie gesagt, noch nicht ganz sicher weiß. Und da warte ich erstmal so ab, was ihr alle gehört habt und was Sassiel so noch zu sagen hat in den nächsten Tagen, Wochen, was auch immer. Und dann wird entschieden, ob das cool ist oder nicht. Habt ihr mein Pferd mit hochgebracht? Danke, das ist ja cool. Dankeschön. Wir haben es durch das Gestrüpp geschafft. Yes. Ihr habt es geschafft. Ihr seid dem Gestrüppwand erledigt. Nee. Doch, ihr habt die Gestrüppwand erledigt. Ja, okay. Boah, lesen, ey. Das war echt nicht einfach. Ich glaube, wären wir nur einer weniger gewesen, hätten wir das nicht geschafft. Vielen Dank für deine Hilfe, Ilva. Ja, ich war ja auch die Einzige, die es gemacht hat. Ich kann kaum glauben, dass das Gestrüpp endlich weg ist. Ich habe hier so oft gestanden und mir vorgestellt, was wohl auf der anderen Seite ist. Was denkst du, was auf der anderen Seite von Hovars Schlucht liegt, Ilva? Ein riesiger Wald, sandige weite Wiesen, raues Bergland. Es heißt Wald, ne?
Das wäre toll. Ranger haben früher von riesigen Bäumen berichtet, die nur in dieser Region von Jorvik wachsen. Bald werden wir wissen, wie es sich anfühlt, unter diesem ihrem Blätterdach zu stehen. Sind alle bereit für das, was vor uns liegt? Fangfrage, natürlich seid ihr das. Autsch, mein Bein. Was ist passiert? Astrid, bist du in Ordnung? Es hat mich gepackt. Es hat nach mir gegriffen und mich gepackt. Okay. Sie hat sich am Gestrüpp verletzt. Sie sieht ziemlich übel aus. Beruhig dich, das ist nur eine Fleischwunde. Du wirst schon wieder, okay? Lecker, nur eine Fleischwunde. Also nicht mal nur eine Hautabschürfung. Nur. Wer kann Astrid zurück zur Rangerstation bringen, damit ihre Wunde behandelt werden können? Sie braucht medizinische Versorgung. Ich melde mich freiwillig, wenn du darauf bestehst. Du wirst sehr eifrig, Josef. Haben meine Gedanken über den Wildwald dich eingeschüchtert? Was? Nein, niemals. Das Gestrüpp, ich schwöre, es hat sich bewegt. Okay, das ist ein bisschen gruselig. Also ganz im Ernst, das kann man auch noch besser wegmachen da. Das war gruselig. Was hältst du davon, Ilva? Dieser Ort verbirgt mehr, als wir glauben. Ich könnte es nicht einmal erklären, wenn ich es wollte. Sie ist gestolpert. Unfälle passieren nun mal. Oh, ich würde sagen, ich könnte es nicht mal erklären, wenn ich wollte, weil ich es nicht weiß. Das musst du auch gar nicht. Ich weiß genau, was du meinst. Irgendwas ist seltsam an diesem Ort. Es stimmt nicht. Etwas stimmt nicht, aber ich kann nicht sagen, was es ist. Ein ganz komisches Gefühl. Enzian hat uns einige Legenden über den Wildwald erzählt. Ich dachte, ich hätte schon alles gehört, aber es gibt Dinge an diesem Ort, von denen noch nicht einmal Mama wusste. Wer weiß, was uns erwartet. Zwei Ranger außer Gefecht. Das ist nicht so schön. Aber der Weg ist jetzt frei. Wir müssen weiter. Okay, so, also eine hat direkt von Anfang an gesagt, sie kommt nicht mit. Eine ist verletzt, einer bringt sie zurück. Jetzt haben wir noch zwei Ranger und, ne, und wir zwei. Sie wird schon wieder. Kein Grund, hier rumzustehen. Setzen wir uns in Bewegung. Riecht ihr das? Die Luft ist irgendwie dicker. Riecht wie verfaulende Pflanzen. Das kann nur eins bedeuten. Wir sind in der Nähe eines Komposthaufens? Ich würde sagen Sumpf. Nein, Scherzkeks. Pflanzen geben in der Natur nur aus einem Grund solche Gase ab. Das bedeutet, Sturm zieht auf. Oh, ah. Ups. Es sind also eigentlich Pflanzenpfürze. Pflanzenpfürze. Die Pflanzen pupsen. Ups, Entschuldigung. Habt ihr schon mal die Geschichte vom weißen Wildwaldhirsch gehört? Man sagt, ein geisterhafter Hirsch wandert durch das Dickicht und die turmhohen Bäume. Ah, crap, jetzt habe ich das schon weggedrückt. Ja, da fehlt mir jetzt noch ein Satz. Entschuldigung. Hey, ihr. Wer bist du eigentlich nochmal? Ich habe deinen Namen jetzt vergessen. Du bist dieser Eifershafter und du bist dieser Allo-irgendwas, glaube ich. Dieser Astrid ist zurück zum Lager. Okay, okay. Sieht auf jeden Fall schon mal schön aus hier, ne? Es erinnert sehr stark an Dundo, wie das aufgebaut ist. Also hier Nebelfall generell. Weiße Hirsche und Rehe sind faszinierend. Ihre Fellfarbe ist aus einer Mutation zurückzuführen, die man Leucismus nennt. Gene mutieren normalerweise während der Entwicklung im Mutterleib. Aber manchmal spielen auch externe Faktoren wie zum Beispiel Strahlung eine Rolle. Woher hast du diese Geschichte? Enitan. Enitan? Ich lese die ganze Zeit Enzian. Enitan. Was haben die alle für Namen? Ach, Moment mal, da sind wir eben drunter durchgeritten. Kann das sein? Wir sind von da gekommen, dann da so lang und haben uns da so gedreht. Jetzt geht's hier lang. Wildwald-Dundel. Hier gibt's auf jeden Fall noch Schilder. Hat so ein bisschen was von so einem Trailritt, ne? Ich habe auf Instagram gelesen, dass dieser Yusuf oder wie sein Name war, aus Ägypten kommt. Der jetzt die, Astrid zurückgebracht hat. Als ich nach Jorvik... Mann, lass mich das doch mal in Ruhe lesen. Macht es mir nicht leicht. Okay, also das hier ist scheinbar der Wildwald und es regnet. Geil. So, super. Oh, Sturm. Schön. Herrlich. Herrlich. Do not like. Ich habe Angst. Das sind wirklich riesige Bäume. Oh, ich, ja. Auch gut.
Redwood Point. Ach nee. Ranger abgeworfen. Da stehen übrigens zwei Pferde ineinander. Nur mal so. Bist du okay? Hast du dir den Hintern verletzt? Wow, Shay. Er hat sich erschrocken. Wir müssen ihm hinterher. Jemand sollte Shay einfangen. Nicht, dass er sich noch verletzt. Will do. Er ist jung und so ein flatterndes Wesen. Bleib nah bei ihm. Das sollte ihn beruhigen. Reite du ihm nach, Ilva. Ich halte die Ohren offen. Ja, du kannst ihn auch nicht sehen. Das war böse. Shay! Shay, mein Junge. Komm zurück. Wir reiten durch einen Baum. Shay. Shay, Shay, Shay. Hey, mein Großer. Hey, mein Großer. Ist auch eine coole Quest. Dann sieht man direkt so ein bisschen den Wald. Lass mich doch mal näher an dich ran. Ich muss näher an dich. Sehr schön. Schön bei dir bleiben. Beruhigen uns. Wir beruhigen uns. Wir beruhigen uns. Nein, 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 nein. Ah, gut, dass das nicht wieder hochgeht, sobald ich aus diesem Kreis raus bin. Das wäre jetzt ein bisschen nicht so cool gewesen. Shay, komm her. Komm her, Junge. Alles gut. Alles gut. Wir beruhigen uns wieder. Vor allen Dingen, sein Paniklevel soll runtergehen, während es immer noch gewittert. Sinnig. Mensch, mein Pferd wird ein bisschen schneller. Das war mein Fehler, ja. Ich gebe zu. Ich habe auf X gedrückt aus Versehen. Laufen wir nur noch in den Kreis? Ich glaube ja, ne? Wo rennst du hin, Rania? Nur mal so generell gefragt. Ich finde es schön, dass es mal wieder neue Story-Quests gibt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich super. Ja, ja, jetzt beruhige dich doch. Komm schon. Ich hoffe, dass das Wetter hier vielleicht auch mal aufhört. Also diese Gegend würde ich mir gerne auch mal bei Tag und ohne Regen angucken. Was war das? Was auch immer das war, ich mag es nicht. Rania. Kein Wunder, dass Shay sich erschreckt hat. Irgendwas in diesem Wald ist gruselig. Ganz ruhig, Shay. Ilva, du schaffst das. Näher dich ihm und versuch ihn zu beruhigen. Das habe ich doch schon gemacht. Ach komm. Ah, schau mal an. Schau mal an. Der sieht doch schön viel besser aus. Gewitter ist vorbei. Du musst zu Fuß zu ihm gehen. Okay. Dann gehen wir mal und tätscheln dich. Ach. Oh, wirklich jetzt? Geht das wieder runter? Hey, du. Oh nee, oh Mann, oh komm, wieso das denn jetzt? Oh Mann, oh. Okay, versuchen wir das nochmal. Diesmal weiß ich ja, gehen. Ja, ja. Ja, Ilva, du schaffst das, genau. Nochmal. Wie praktisch, dass sich das Pferd wieder an die genau gleiche Stelle gestellt hat. Wir gehen jetzt einfach mal so ein paar Schritte und dann bleiben wir einfach mal stehen. Ich mag die Musik. Oh Leute, man darf gehen, wenn es grün ist. Och Mann. Wenn es grün ist, darf man gehen. Bei rot, ah. Genau, bei rot nicht. Grün. Muss man erst mal rausfinden. Grün. Aber falls irgendeiner von euch an dieser Mission hier Probleme hat. Am besten immer, wenn das Fragezeichen kommt, stehen bleiben. Wenn grün ist, weitergehen. Wenn es rot wird, stehen bleiben. Dann schafft ihr das. Oh, das war jetzt Glück. Grün. Rot. Rot. Rot.
Grün. Das ist gut, wenn man das merkt, wie das System funktioniert. Uh-oh. Na, geht doch. Das Pferd ist beruhigt. Sachte, sachte, alles gut. Shay hat sich wirklich sehr erschreckt. Danke, dass du ihn zurückgeholt hast, Silver. Er ist eine Schönheit, aber er muss noch viel lernen. Ich war noch nie so nah an einem Gewitter. Es hat den Himmel erleuchtet wie ein Scheinwerfer. Dieser ganze Ort scheint wütend zu sein. Fast, als wollte der Wald uns hier nicht haben. Oh, ich werde hier jetzt irgendwie sowas wie in so einem typischen Horrorfilm. So hier, die Geister sind sauer, weil irgendwas passiert ist und wir müssen das wieder gerade rücken. Hört auf, euch selbst verrückt zu machen. Die Natur hegt keinen Groll. Sie kümmert sich nur um sich selbst. Ich gehe jetzt wieder auf mein Pferd. Weil... Ich weiß nicht, ob ich... Wieder mit den Losreitiers. Ziehen wir weiter. Die Station sollte nicht mehr weit weg sein. Sind alle da? Gut, es wurde auch Zeit, dass wir vorwärts kommen. Das war dein Pferd, das davon gekommen ist. Tust gerade so, als wären das die anderen schuld. Wir haben eine ganze schöne Reise vor uns, aber wir sollten die Ranger-Station bald erreichen. Es ist eine Weile her. Boah, Leute, es tut mir so leid. Seit jemand einen Fuß hineingesetzt hat. Also stellt euch auf ein paar Reparaturen ein. Reiten wir eigentlich im Schritt. Guck mal, die haben auf mich gehört. Ich finde es cool, dass man so durch Bäume durchreiten kann. Ist echt eine schöne Gegend. Ich hoffe, sie bleibt auf, wie gesagt. Ich hoffe, ich will euch keine Panik machen, falls ihr davon noch nichts gehört habt. Dann hört nicht auf mich. Ich kann sein, dass ich vollkommen falsch bin. Das erinnert mich an meine erste Mission als australischer Parkranger im Pillager Scrub. Ich stand am Rand eines Waldgebiets, das ist ein bisschen schwierig zu lesen und zu reiten, zwischen der Zivilisation und der Wildnis und malte mir wild aus, was vor mir liegen würde. Oh, schön der Boden. Ach, schau mal da, wir sind da. Oh ja, die muss ein bisschen repariert werden. Ich hoffe, es gibt hier einen Briefkasten. Ich will meine Klamotten haben. Ah, Pferde versorgen kann man ja auch. Sag nicht, das wird ein neuer Heimatstall. Stell mal vor. Ah, ich ziehe sofort hier hin. Na, wahrscheinlich aber ja nicht, ne? Obwohl, das Ding da glitzert blau. Oh, und zwei neue Rennen sind hier auch direkt. Willkommen am Redwood Point. Zumindest habe ich da so Rennschilder gesehen. Sind alle da? Gut. Es wurde auch Zeit, dass wir vorwärts kommen. Den Text hatten wir aber schon mal, oder? Habe ich die Schilder denn jetzt gesehen? Ich meine, irgendwo da oben. In Ordnung. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Es gibt für jeden etwas zu tun. Ilva, du kannst den Zaun der Pferdeweide reparieren. Tiara... Tiara. Entian. Enitan. Mann, Enitan. Versucht ihr, die verbarrikadierten Gebäude zu kommen. Rainer und ich sehen uns die anderen Gebäude der Gegend an. Schon ein bisschen assi zu sagen, sehen uns an, wenn sie blind ist, oder? Naja. Ah, okay, machen wir mal. Pferdekoppel, Zäunes. Boing. Da ist Zaun. Da gehen wir jetzt hin. Hier stehen die. Drei sogar. Vielleicht gibt es hier so ein Barrel-Rennen oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich könnte auch einfach auf die Karte unten gucken und dann sehe ich, wo ich hin muss, ne? Das könnte man ja auch machen, aber nee, warum? Oh, schön, Wasserfall. Ja, okay. Gut. Easy. Zack. Hopp.
Das ist eine schöne große Koppel. Habe ich noch das Tor gefunden. Ist das eine Schlange? Das da? Das ist eine Schlange. Ich hoffe, sie ist nicht giftig. Sie ist schon das nächste Unglück passieren, wenn ihr einem Pferd ins Bein beißt. Eule! Hi! Hi, du! Oh, sie hat gewunken! Oh doch, die Gegend ist echt mega schön hier. Ist natürlich sehr an Nebelfall angelehnt, aber ist ja auch direkt daneben. Also das. Ich finde es schön hier. Direkt mit. Yep. Diese Bäume, ne? Vergleich das mal mit Bäumen, die wir in Deutschland haben. Ich könnte einfach komplett mich mit einem Pferd dahinter verstecken. Da. Ja. Ich glaube, ich muss gleich mal niesen. Oh oh. What in... What? Entschuldigung? Guten Tag. Wow, wie süß. Guck mal, die bunten Frösche da. Oh, ich finde das so super, dass sie so viele schöne Tiere eingebaut haben. Ich wette, das kann man ab und zu nochmal irgendwie so ganz selten sehen, wenn man irgendwo lang reitet oder so. Ist auch bestimmt nochmal auf. Auch sehr realistisch, mein Pferd hat diesen Sprung natürlich ohne Probleme gemeistert. Moin. Ich muss mich jetzt auch ganz ehrlich entschuldigen, da ich ja hier, wie gesagt, ne, also, wie wir alle wissen, vorher noch nicht war. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich weiß noch nicht, wo hier, wie, wo, was ist. Also entschuldigt, wenn ich ein bisschen Umwege laufe. Wahrscheinlich wart ihr alle schon 100 Mal hier. Da bist du ja, Elva. Geht es dir gut? Du bist so blass wie das, wie ein Dingo im Mondlicht. Kommt alle zusammen, damit wir diese Expedition abschließen können. Ach echt, das war's jetzt schon? Wie lief es beim Herrichten der Pferdeweide, Ilva? Gab es irgendwelche Schwierigkeiten? Nein, nein, alles gut. Ich habe etwas im Wald gesehen. Ich will nicht sagen, dass du es nicht gesehen hast, aber wenn man so müde ist, spielt einem der Verstand Streiche. Manchmal scheint es, als würde der Wald einem die 100 Augen mit 100 Augen beobachten. Naja, wie dem auch sei, wir haben es geschafft. Wir haben Redwood Point erreicht und sind jetzt am Rand des Wildwaldes stationiert. Aber wir sind nicht nur zum Spaß hier. Wir müssen wachsam bleiben und den Wald genau im Auge behalten. Unsere Pflicht als Jorvik Ranger tun, als Wächter der Natur. Legen wir los, es bleibt viel zu tun. Ich wollte gerade sagen, das war es doch nicht schon, oder? Gönnen wir uns eine Pause. Wir können die Dinge morgen früh angehen. Du hast sie nach den Redwood Point verbracht. Ach cool, guck mal, muss ich gar nicht bezahlen. Hihi. Supi. Finde ich toll. So, bevor es jetzt aber weitergeht, endet unsere Folge hier leider. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo es dann hier direkt auch weitergeht. Also bleibt gespannt. Ich bleibe auf jeden Fall gespannt. Ich finde das hier super. Und ja, mal sehen, wie weit wir hier noch kommen, was wir hier noch machen. Vielleicht wird auch nur der... Nein, ich will über das Thema nicht weiterreden. Wie gesagt, ich weiß darüber nichts Genaues und solange ich darüber nichts Genaues weiß, halte ich meinen Mund darüber. Also, jo. So, bis zur nächsten Folge, Kamis. Bis dahin.